Werbejournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Die neue Woche beginnt mit diesen Themen. Gesunde Pausenbrote für alle. Musikkorps der Werkstatt Schneeberg feiert halbes Jahrhundert. Und Artfigura Juniorenwerke verschönern Schwarzenberger Bushäuschen. Der am meisten gebrauchte Satz am Montagmorgen war wohl: Ist das kalt draußen? Temperaturen um die minus 4 Grad haben uns ganz schön frösteln lassen. Und damit Glück auf Erzgebirge. Solche Temperaturen hätten den Musikanten des Schneeberger Musikkorps sicherlich einiges abverlangt. Und deshalb hatten die vorsorglich ihre Jubiläumsfeier am vergangenen Wochenende gleich in die Sonne gelegt. In die goldene Sonne von Schneeberg. Klare Klänge ohne Zittern. Und jede Menge Geburtstagswünsche, auch von Reporter Mario Totzauer. Einen wahrlich guten Grund zum Feiern hatten die Musikanten des Musikkorps der Werkstatt Schneeberg. Sie feierten am 10. Oktober ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Konzertveranstaltung im Schneeberger Kulturzentrum Goldene Sonne. Schnell waren die begehrten Plätze im Saal und auf dem Rang vergeben. Um alle Schneeberger und Fans des Musikkorps am Geburtstag teilhaben zu lassen, wurde die Veranstaltung auf dem Fürstenplatz live übertragen. Zu den Gästen im großen Saal zählten Mitglieder des Bundestages, der Landrat, 100 Ehrengäste und all jene, die sich mit den Musikanten aus Schneeberg verbunden fühlen. Der Leiter des Musikkorps, Jens Brettschneider, hatte bei der Festveranstaltung die ehrenvolle Aufgabe, Wolfgang Leuott als das einzig verbleibende Gründungsmitglied des Orchesters Schneeberg zu ehren und als Ehrenmitglied des Musikkorps zu ernennen. Für seine Verdienste um die organisatorischen Dinge vor Auftritten des Klangkörpers wurde der erste Geschäftsführer Roland Böhm, der die große Trommel und den Amboss bei Auftritten schlägt, ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Mehr über das Musikkorps der Werkstatt Schneeberg in der nächsten Ausgabe von Moment mal, Kultur im Erzgebirge. Auf dem Leipziger Augustusplatz ist derzeit die größte deutsche Freiluftgalerie zu bestaunen. Auf 250 Quadratmetern sind 429 besondere Momente aus 25 Jahren Freistaat Sachsen zu sehen. Die Ausstellung ist Ergebnis eines Fotowettbewerbs der Standortkampagne So geht Sächsisch. Von den über 400 eingereichten Bildern wurden 20 Motive bei der Enthüllung prämiert. Die ersten drei Plätze zeigen, wie vielfältig die Fotomotive sind. Ein emotionaler Hochzeitsantrag am Elbufer von Aline aus Dresden, ein Mädelsausflug vor der Kulisse des Elbsandsteingebirges von Alexandra aus Plauen und eine Motorradfahrt durch eine Kirche von Mario aus Stolberg. Und wer es nicht nach Leipzig schafft, alle eingereichten Bilder der Fotoaktion sind auf der Internetseite sogehtsächsisch.de/25 zu sehen. Der Herbst ist auch in der Grundschule Elterlein angekommen. Gleich neben den Schülerarbeiten machte Anfang Oktober ein Plakat auf eine besondere Aktion aufmerksam. Am 9. Oktober stand das Pausenbrot im Mittelpunkt. Schüler der 2. Klasse brachten ihre Einkäufe in die Schule. Dort schmierten die Mädchen und Jungs hunderte gesunde Pausenbrote für sich und ihre Mitschüler. Über gesunde Ernährung und das richtige Pausenbrot erfahren die Elterleiner Grundschüler seit Jahren im 2. Schuljahr alles, was ein Kind wissen sollte. In diesem Jahr hatte sich die Schule dafür auf Anregung von Eltern Butter von Kerrygold geholt. Von den Schülern selbst zubereitet, wurden die Pausenbrote mit frischen Zutaten dann an Mitschüler verteilt. Die Initiative Gesundes Pausenbrot der irischen Buttermarke bietet Schulen und Kitas in ganz Deutschland bereits im 5. Jahr in Folge die Möglichkeit, sich für eine gesündere Ernährung der Kinder einzusetzen. Insgesamt werden sich in diesem Jahr rund 100.000 Kinder an der Aktion beteiligen. In Gelenau ist die Straße der Einheit auf dem Abschnitt von der Einmündung zur Straße zur Herberge
bis Einmündung am Hang, voraussichtlich bis 24. Oktober voll gesperrt. Es werden Gasleitungen ausgewechselt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Brückenfreigabe am Stadtbad in Zwönitz. Das Hochwasser 2013 hatte die Verbindung zwischen der S270 über dem Parkplatz am Freibad zum Auselpark in Mitleidenschaft gezogen. Es hatte die Brückenwiderlage und die anschließenden Flügelwände zerstört. Im Zuge der geförderten Hochwasserschadensbeseitigung wurde die Brücke in einer Bauzeit von 4 Monaten erneuert und wieder ihrer alten Bestimmung übergeben. Die neue Brücke besteht aus Stahlbeton. Die Fahrbahnbreite beträgt 3 Meter. Die Brücke ist 7 Meter lang. Für den Bau wurden 135.000 Euro geplant, wobei diese Summe mit 130.000 Euro aber nicht ausgeschöpft wurde. Anlässlich der Exmatrikulation von Absolventen der Studienakademie Breitenbrunn im Kulturhaus Aue hat Sachsens Wissenschaftsministerin Dr. Eva-Maria Stange am Sonnabend die Bedeutung des dualen Studiums an der Berufsakademie Sachsen für die Ausbildung von Fachkräften in den Regionen betont. Sie sagte, die Wirtschaft weiß, was sie an den Absolventen der Berufsakademie Sachsen hat, die in ihrem 3-jährigen Studium im Wechsel von Theorie und Praxis bestens ausgebildet sind, das Unternehmen kennen und sofort einsatzfähig sind. Etwa 91% der Studierenden werden deshalb übernommen. Am 1. Oktober wurden 219 junge Frauen und Männer in der Aula der Studienakademie Breitenbrunn feierlich immatrikuliert. Breitenbrunn ist als drittgrößte Studienakademie der Berufsakademie Sachsen laut Wissenschaftsministerin stabil und sicher aufgestellt und auch in Zukunft wettbewerbsfähig. Neben der beeindruckenden Zahl von Praxispartnern, im Jahr 2014 wurden durch Unternehmen ca. 650 Praxisplätze bereitgestellt, bietet sie ein besonderes Studienangebot in den Studiengängen Tourismus und Sozialwesen an. Diese sind landesweit, aber auch über Ländergrenzen hinaus sehr stark nachgefragt. Der Bereich Tourismus ist innerhalb der Berufsakademie ein Alleinstellungsmerkmal. Auch im Hochschulbereich ist dieses Angebot kaum zu finden. Auch im Dom St. Marien in Zwickau fand eine Immatrikulationsfeier statt, die der Westsächsischen Hochschule Zwickau für das Studienjahr 2015-16. Mehr als 1.100 neue Studierende haben sich in diesem Wintersemester für die WHZ entschieden. Etwas mehr als die Hälfte kommt aus Sachsen, gefolgt von Thüringen und Bayern. 16% kommen aus dem Ausland. Das ist ein neuer Rekord. Die internationalen Studierenden stammen aus 37 Ländern, darunter beispielsweise Bulgarien, Frankreich, Indien, Kirgisistan, Syrien, China und Schweden. Die Gewinner beim Naturpark-Quiz 2015 stehen fest. Im Erzgebirgskreis kann sich die Klasse 4b der Grundschule in Königswalde über eine 2-tägige Exkursionsfahrt freuen. Weitere Siegerklassen wurden für den Landkreis Mittelsachsen und den Vogtlandkreis gezogen. Die teilnehmenden Grundschüler am Quiz des Naturparks Erzgebirge Vogtland und der Sparkassen seiner Mitgliedslandkreise hatten sich in diesem Jahr mit alten Bäumen zu beschäftigen. 550 Karten mit dem Lösungswort Jahresringe wurden eingesandt. Neue farbenfrohe Bushäuschen in Schwarzenberg. Bereits 2013 wurden einige Wartebereiche neu gestaltet. Das stieß auf gute Resonanz bei den Fahrgästen und Passanten. Darum wurden Ende September 6 weitere Bushäuschen farbenfroh verschönert. An den Häuschen kann man nun die Werke der diesjährigen Art Figura Junior Preisträger bewundern. Die Bilder zeigen, was die jungen Künstler mit der Perle des Erzgebirges in Verbindung bringen. Alle 2 Jahre wird in Zusammenarbeit mit der Stadt, dem städtischen Wirtschafts- und Gewerbeverein, der Erzgebirgssparkasse und den Kunstfreunden Schwarzenberg der Art Figura Junior Kunstpreis gestiftet. Insgesamt wurden 2015 186 Arbeiten eingereicht, unterteilt in 2 Alterskategorien, 6 bis 12 Jahre und 13 bis 18 Jahre. Noch in diesem Jahr sollen in Schwarzenberg 2 weitere Standorte mit Werken hinzukommen. Wer ein Ehrenamt ausführt, betrachtet das zumeist als Hobby, ohne großartige Verpflichtungen.
Es geht aber auch anders und das Ehrenamt wird zur Lebensaufgabe, zur Lebenseinstellung. Das wissen anscheinend auch Freistaat, Landkreis oder so manche Gemeinde und zeichnen diejenigen aus, die sich im Ehrenamt besonders hervorgetan haben. Erzgebirgssparkasse und Freie Presse haben sich derer in unserem Landkreis angenommen. Am 9. Oktober wurden sie geehrt. Darüber berichten wir in der kommenden Ausgabe von ErzTV, das Magazin. Aber die vier Preisträger gibt's diese Woche auch schon bei uns in Serie. Beginnen wollen wir mit einer Stolbergerin, die sich gleich mehrfach engagiert. Ich bin Vorsitzende des Fördervereins vom Kinder- und Jugendtheater und wir unterstützen die Kinder oder die Projekte in finanzieller und auch in personeller und in ideeller Hinsicht. Mein Name ist Brigitte Färber, ich komme aus Stolberg, bin 55 Jahre verheiratet, mache zwei Ehrenämter. Eins ist die Leitung des Fördervereins des Kinder- und Jugendtheaters hier in Stolberg, das über die Ländergrenzen hinaus auch bekannt ist. Und das andere Ehrenamt betreue ich Austauschschüler aus aller Welt. Das sind Jugendliche, sie gehen hier zur Schule, wollen Deutschland, die deutsche Kultur, den deutschen Alltag kennenlernen. Also ich habe auch Kinder bei mir zu Hause, nicht immer. Und ich betreue auch welche. Betreuung heißt, es gibt Organisationen, die die Jugendlichen ins Ausland schicken, von uns welche ins Ausland und wir nehmen welche auf. Und ich bin praktisch so ein bisschen Bindeglied, was jetzt Betreuung betrifft zwischen Organisation, Familie, der Austauschschüler oder die Schülerinnen wollen mal irgendwas loswerden, was sie sonst niemandem erzählen möchten. Ich unternehme mit denen auch gern mal was, mache meistens mit allen, die ich so ringsherum finde, Erzgebirgsrundfahrt zwischen Weihnachten und Silvester. Natürlich, wenn bei Schnee ist es am schönsten, nach Seifenhoch oder so. Ich mache das schon sehr gerne, ja. Also das ist eigentlich gewachsen mit der Zeit, muss ich sagen. Es ging eigentlich los 2003, da hatten wir zu Hause unsere erste Austauschschülerin und ich hatte dann immer gedacht, naja, den jungen Menschen muss man eine Chance geben und man kann auch sowas betreuen und man lernt auch viele, viele verschiedene Menschen kennen und man guckt schon ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Es entstehen und es bleiben auch Kontakte und es werden wirklich Freundschaften. Also mir ist schon dran gelegen, dass ein Ehrenamt doch mal wirklich richtig gut gewürdigt wird. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sowas machen, aber sie werden immer ein bisschen, ich will mal sagen, wenig beachtet oder es kriegt keiner richtig mit. Und morgen dann der nächste Bürgerpreisträger. Mit einer Gala sollten am Wochenende auch ganz andere Originale geehrt werden. Mundartsprecher Werner Kempf aus Schneeberg-Neustädtel, Horst Kless aus Thalheim und Zithervirtuose Kurt-Herbert Richter aus Bernsbach standen dabei im Mittelpunkt. Eine Gala der Originale, zu der sich deren Autor Steffen Kind sicher noch mehr Zuspruch gewünscht hätte. Zum 90. Geburtstag von Werner Kempf am 1. Oktober ist ein Buch über das 1999 verstorbene Multitalent aus Schneeberg-Neustädtel erschienen. Geschrieben hat es Rudolf Sack. Der war Wegbegleiter von Werner Kempf. Bei der großen Gala der erzgebirgischen Originale am 11. Oktober im Kulturhaus Aue signierte Rudolf Sack sein gut nachgefragtes Werk. Bei der Hauptveranstaltung im großen Saal erinnerte Steffen Kind vom Erzgebirgsensemble gemeinsam mit zahlreichen Gästen an den Mundartautor und Zeichner aus Schneeberg, dessen Schaffen auch das Erzgebirgsensemble prägte. Einige der besten Werner Kempf-Stücke wurden dabei zu Gehör gebracht. Weitere Programmteile waren Horst Kläs und Kurt Herbert Richter gewidmet. Das Kempf-Buch »Rupprich, bist du der Wärm?« ist bei der Auer Druckerei Rockstroh in der Heftreihe »Unsere Heimat« erschienen und zum Preis von 8 Euro erhältlich. Über die große Gala der erzgebirgischen Originale erfahren Sie ab 31. Oktober aus erster Hand mehr in unserer Sendereihe »Moment mal, Kultur im Erzgebirge«. Zu den Veranstaltungsterminen.
In Sachsen sind wieder Ferien. Das Erzgebirge hat natürlich auch in den Herbstferien zahlreiche Ausflugsangebote für die ganze Familie zu bieten. Ein guter Tipp ist der Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge am kommenden Sonntag. Zahlreiche Handwerksbetriebe laden groß und klein zu einem Schnupperbesuch in ihre Werkstätten ein. Das glühende Eisen mit dem Schmiedehammer bearbeiten, eine Glaskugel blasen, das Eisen zum Drechseln führen und vieles andere kann am 18. Oktober selbst ausprobiert und erlebt werden. In der gesamten Ferienzeit gibt es natürlich hier bei uns viele weitere Tipps. Nun ein Tipp für die bevorstehende Weihnachtszeit. Das Schaubergwerk Herkules Frischglück in Waschleite lädt auch zum Jahresende 2015 zu mehreren Mettenschichten unter Tage ein. Karten für diese beliebten Veranstaltungen können schon jetzt unter www.erzgebirge.info bestellt werden. Besucher der Einrichtung dürfen sich über weitere Verschönerungen am Außengelände der Anlage freuen. Eine neue Steinmauer wurde errichtet, in die passend ein Hund und eine Bergmannsfigur aus Holz integriert wurden. Am Mittwoch, 17 Uhr, geht es in der Verbraucherzentrale in Aue bei einer Informationsveranstaltung um Rechtsirrtümer im Alltag. Die Juristin und Verbraucherberaterin Arlene Becker berichtet über die häufigsten Irrtümer im Alltag von Verbrauchern. Im Rahmen der Veranstaltung werden Fragen erläutert wie: Ist Probieren und Naschen im Supermarkt erlaubt? Gibt es ein generelles Umtauschrecht bei Nichtgefallen? Müssen Verträge immer schriftlich geschlossen werden? Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung unter 03771 251 3x0 ist dafür aber unbedingt erforderlich. Ja, und soweit die täglichen Nachrichten für heute. Wenn Sie wollen, finden Sie auf kabeljournal.de noch mehr News und Videos. Am Dienstag ab 20 Uhr sehen Sie eine neue Ausgabe, dann unter anderem mit einem neuen Silo in Elterlein. Und halten Sie sich bitte noch die Nase zu. Unsere Tagesbilder drehen sich heute um die Stinkwanze. Gleich nach der Werbung. Glück auf Erzgebirge. Wie ein Profi. Das kannst du auch. Rennpilot Max Neukirchner zeigt dir, wie es geht. Jetzt persönliches Training buchen und die Welt der Rennstrecken erleben. Fahrertraining mit Max Neukirchner. Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Zimpel und Franke in Schwarzenberg. Ab sofort auch mit der kompletten Suzuki-Pkw-Palette.